Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder, euer Sahadu mit einer neuen Folge Surviving Mars. Wir sind mitten dabei, hier einen neuen Standort zu erschließen für unsere neue Kuppel. Beziehungsweise, ja, für unseren neuen Logi-Technik. Ich zeige euch das mal hier. Das hat mir das in der letzten Folge angefangen, ich glaube, ja. Das hier. Dann können wir mittlere Kuppeln und Trigon-Kuppeln bauen. Eine triangelförmige Kuppel. Mhm. Aber ja, werden sicherlich erstmal die Mittelkuppel bauen. Die wollen wir hier hinzimmern. Des Weiteren war am Ende der letzten Folge hier noch ein Event aufgeploppt. Das schauen wir uns als erstes gleich mal an. Uranreicher Hämatit. It's not every day that we have the luxury to choose from what Mars has to offer. Es bietet sich uns nur selten der Luxus, selbst auszusuchen, was der Mars zu bieten hat. Der Planet erinnert uns ständig an seine alte Gewohnheit, mit einer Hand zu geben und mit der anderen zu nehmen. Der Rover ist auf ein uranreiches Koffinitgestein gestoßen. Koffinitgestein, habe ich noch nie gehört. Das sich auf dem reichen Hämatitvorkommen abgelagert hat. Die Mineraladern haben sich so auf der Ader positioniert, dass wir uns nicht durch das Gestein sprengen konnten, ohne Teile davon zu gefährden. Wir standen vor einer schwierigen Entscheidung, doch letzten Endes war es eine Frage der Pragmatik. Die Hämatitader abbauen, ein reiches Metallvorkommen, würde dann zum Vorschein kommen, oder wir sagen, die Uranader abbauen. Aha, wir müssen uns also jetzt entscheiden, ob wir Edelmetallvorkommen haben wollen, da haben wir eigentlich genügend, oder ein reiches Metallvorkommen. Also, das ist relativ einfach, wir haben nämlich bisher nur ein einziges Metallvorkommen, dort wo wir jetzt unsere nächste Kolonie hinzimmern wollen, unsere dritte Kuppel. Deshalb nehmen wir das reiche Metallvorkommen. Wo hat's denn jetzt das reiche Metallvorkommen? Ach, da unten. Das ist natürlich, ja, am Arsch des Mars. Ich hatte gehofft, dass es vielleicht in der Nähe von unserer Hauptkolonie ist oder vielleicht ja hier irgendwo am Standort unserer nächsten, aber nee, das war hier unten, wo wir den Erkunder hingeschickt hatten. Na ja, gut. Besser als nix, dann haben wir noch ein zweites. 1024, wie viel ist denn hier drin? 839 und nur ein durchschnittliches. Aber das ist noch weiter weg. Ich hatte kurz überlegt, ob wir vielleicht jetzt unsere dritte Kuppel hier unten hinzimmern, aber wie gesagt, das ist ja noch weiter weg. Nee, nee. Wir werden den Plan hier beibehalten, dass wir das hier hinbauen. So. Also die Kuppel hier östlich hatten wir ja gesagt. Hier oben könnten wir dann die Lagereinrichtung, oder vielleicht passen die Lager ja sogar noch hier mit rein. Ja, es wäre nicht schlecht, das Metalllager hier hinzuzimmern, weil hier haben wir ja dann unseren Extraktor. Wir bauen das mal alles auf. Die Lager sind ja relativ schnell weggerissen dann noch. Diese großen Lager, ja, könnte man auch eins errichten, aber die sind halt dann wirklich größer. Ach, ja, haben wir noch gar nicht erforscht. So viel dazu. Dann halt die Depots. Resources are low. Nahrung ist low, kann nicht sein. Und hier oben dann die anderen Lager. Wir warten aber mal mit den... Ach so, nein, wir müssen ja Beton und so alles hinbringen. Okay, also geht's weiter mit einem Betonlager. Nahrungslager.
brauchen wir noch unbedingt? Metall haben wir, Beton haben wir. Ach, ein Universallager mal noch. Wo alles Mögliche eingelagert wird. Edelmetalldepot brauchen wir nicht. Polymer, Elektronik, Maschinen da, Treibstoffdepot. Das brauchen wir noch. Wie gesagt, die Lage können wir dann immer noch schnell umändern. So, die bauen ja das Stromkabel weiter. 16 Nahrungsverbrauch pro Sol. Rund 4 Sols halten wir jetzt noch durch. Wann kommt die nächste Ernte? Hier in einem Sol. Und hier in 3 Sols. Also das sollte kein Problem sein. Hier läuft alles. Wir könnten uns überlegen, noch einen Atomakkumulator hinzusetzen, damit wir noch ein bisschen Strom auf der hohen Kante haben. Wir erforschen, glaube ich, auch größere Lager, genau, Riesenlager. Weil ich habe gerade gesehen, unser Moxie-Vorrat und unser Wasservorrat ist auch alles am Limit, am Maximum. Aber wie gesagt, da warten wir noch, bis wir die Riesenlager erforscht haben. Hatten wir die nicht schon angefangen zu erforschen? Müssen wir dann mal gucken. Logitechnik ist ja bald fertig. Was macht eigentlich die Rakete? Können wir die starten? Weil wir sind knapp bei Kasse. Na, noch nicht ganz. 7 Tonnen Edelmetall brauchen wir noch. Ja, macht mal los hier, dass das hier angeschlossen wird. Die Logitechnik steht ja da, was uns so eine Kuppel kostet. Wow, 20 Polymere, 120 Beton. Da fahren wir eine ganze Weile mit unserem Transporter hin und her. Könnten die Metalle ja hier auch entladen. Metalle entladen. Und der Rest hier ins Universallager. Stufe Geschwindigkeit nach oben gemacht, nicht einladen. Ihr sollt es ausladen. Hier ist doch noch irgendwas anderes mit drauf. Genau, Maschinenteile waren das. Aber jetzt geht's los zum Betonlager. Ist das in Reichweite? Nein. Wir haben ja 144. Wie viel Beton haben wir hier oben? Hier hatten wir da auch noch ein Lager. Hier 140. Sehr schön. Dann bedienen wir uns erstmal hier aus dem Lager. Ja, die Vorbereitung für so eine neue, vor allem für so eine Riesenkuppel, das dauert alles schon. Polymerproduktion läuft auf Hochtouren. Könnten wir uns überlegen, hier noch ein direktes Polymerlager hinzuzaubern. Machen wir auch. Ein Polymerdepot. Dann streichen wir hier die Polymere.
Achso, das wollte ich euch zeigen. Schaut mal. Mars-Universität hatten wir ja auch gebaut und die werden dann automatisch ausgebildet, die Leute, die wir hier an der Kuppel brauchen. Das sind Ingenieure. Wenn ihr euch fragt, warum denn Ingenieure? Also das sind jetzt die Absolventen hier. Deswegen. Für die Fabriken brauchen wir ja Ingenieure und wir haben hier teilweise Geologen und Leute drin, die keine Spezialisierung haben. Finde ich ganz gut. Man könnte halt, ja, ob man das in jeder Kuppel baut, aber wahrscheinlich wird man das müssen, wenn man eine dezentrale Verwaltung haben will. Oder man sagt, ja, aber dazu braucht man dann Shuttles oder so, wo man die Leute hin und her hat. Das ist ja zu viel Micromanagement. Dann lieber in jeder Kuppel so eine Mars-Universität hinklatschen. Vor allem, wir jetzt ja bald mittlere Kuppeln haben. Freunde der Nacht. Wieso ist das immer noch nie angeschlossen? Hä? Ach, das Stück hier noch. Oh, das Stück fehlt noch. Beton bitte entladen. Dieses klitzekleine Stück leer. Kein Metall in Reichweite. Research hier oben gibt es noch Metall. Oh, Logitechnik ist fertig. Sehr schön. Jetzt kommt das Riesenlager. Ja, seht man, 38% hat man da nämlich schon angefangen zu erforschen. Ich kann es kaum erwarten. Wartet. Wir schauen uns gleich mal jetzt die Kuppel an. Ja. Autarke Kuppel, nein. Zylinderkuppel, Trigonkuppel, Mikro. Hier. Boah, schaut euch das Riesenteil an. Mal zum Vergleich hier. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber die. Ja. Seht ihr das? Die Dinger sind größer. Die Flächen. Drei kleinere Flächen und drei große Flächen. Boah, ist das ein Riesending. Genial. Wenn wir das so hinbauen, dort sind die Ausgänge für vielleicht noch ein Stück nach links. So. Das Betonlager werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen weiter wegsetzen, weil wir müssen die Anschlüsse Strom und Wasser ja noch irgendwie damit ranbringen. Betonlager wegrationalisieren. Sehr gut. Und dann werden wir das Betonlager hier ein bisschen woanders hinbauen. Da oben. Und dann ladet ihr das mal bitte toll aus. Zuerst mittlere Kuppel, Freunde der Nacht. Genial. Metalle müsste es doch auch hier oben noch irgendwo geben. Für das kleine Stück da unten muss man noch bauen müssen. Ach, hier drüben gibt es auch noch eine Menge Metalle. Sehr gut. Die Metalle können wir uns also hier holen für die Kuppel. Das dauert aber so ewig. Da gab es auch eine Technologie. Hatten wir die schon erforscht? Gerade wenn man drauf wartet, wisst ihr, dauert das irgendwie lange.
was wir auch schon in Planung geben können, sind die Rohrverbindungen. Das können wir mal noch machen. Das letzte Stück Stromkabel hier müssen wir auch noch verlegen. Ohne Ende zu tun. Sector scanned. Select a sector to scan. Neuen Sektor gescannt, nichts weiter außer ein bisschen Metalle. Und wir können hier einen neuen Sektor auswählen. Tja. Nehmen wir den. Den haben wir schon. Noch ein paar Metalle. Der ist fertig, sehr gut. Alle Metalle werden wir hier nicht ausladen. Aber das Stück hier noch bauen müssen. Wir werden als erstes sowieso dann mal hier lang fahren. Rohrverbindungen. So, wir könnten ja jetzt hier oben, ja gut, wir haben auch nicht genügend Drohnen-Dinger bereit. Sonst hätte ich gesagt, wir können hier oben noch eine Wasserquelle anschließen. Aber uns fehlen die Drohnen-Hubs. Und ich bin sowieso Fan davon, das alles miteinander zu verbinden. Wenn die eine Wasserquelle mal irgendwie ein Problem hat, dann kann die andere einspringen. Nachteil ist natürlich, wenn man hier irgendwo ein Leck hat, umso mehr verliert man. Deswegen werden wir hier einen Schalter reinhauen für das Stromkabel und auch hier den Schalter mit hineinarbeiten für die Rohre. Eins nach anderen. Jetzt müssen wir uns erstmal hier einen Platz aussuchen, wo wir uns denn hier andocken. Ja, docken wir uns hier an. Ah, hier oben. Und dann ziehen wir die Rohrverbindung hier rüber. Hm. Am besten wäre es natürlich, wenn man hier durch sich arbeiten könnte. Aber auf unebenes Gelände kommt man nicht voran. Ja, ich weiß, man könnte halt versuchen, hier mit Drohnen da vorher alles platt zu machen, aber wir machen es so. Betonextraktor wird dann hier hinkommen. Müssen wir mal gucken. Halt, das war ein Stück falsch gebaut. Ja, genau. Irgendwo in die Walacherei hier. So ein Stück Rohr setzen, das wollen wir nicht. Der müsste doch bald mal voll sein. 42 und er ist voll. Dann geht ja mal bitte dahin. Die Frage ist, kommen wir hier lang? Hm, sieht ganz gut aus. Sehr schön.
Na, wer sagt's denn? Perfekt. Sector scanned. Anomaly found. Keine Ressourcen gefunden, aber wir haben eine Anomalie gefunden. Nix wie hin mit unserem Erkunder. Ja, das Drone Hub arbeitet jetzt. Hier werden die Metalle rausgezogen für die Wasserrohre. Die Moxie-Produktion werden wir hier wahrscheinlich nochmal mit an den Start bringen. Ich denke schon. Doppelte Absicherung ist immer besser. Was mit dem Wasserextraktor? Aha. Hier fehlt ein elektronisches Bauteil. Jetzt geht es halt so langsam los, wo man sagen könnte, man braucht einen zweiten Transporter, weil ihr seht das. Gerade wenn man dann expandiert, braucht man einen Transporter, mindestens einen halt, um hier die Baustelle zu versorgen. Und ein Transporter, der, ja, ich nenne es dann immer ganz gern Hausmeister-Service erledigt und die Reparaturen durchführt. Haben wir aber im Moment nicht, weil wir auch knapp bei Kasse sind. Von daher muss das alles der eine bewältigen. Aber der bekommt das schon hin. Freunde der Nacht, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Däumchen da oben da. Rechts oben gibt es einen Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.